Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Kapitän of Industry. Weiter geht's hier. Und immer noch mit dem Versuch zu retten. Aber ich glaube, die Rettung ist eigentlich schon erfolgt. Es läuft sehr gut. Und ich meine wirklich sehr, sehr, sehr gut. In allen Formen und Kanten. Und ich kann hier wirklich nicht klagen. Wir produzieren wieder alle möglichen Sachen, die wir brauchen. Wir produzieren sogar ein bisschen mehr, als wir brauchen. Wir haben reichlich Strom wieder. Wir haben die komplette Anlage läuft so gut wie wieder. Läuft natürlich noch ein bisschen an, weil wir immer noch ein bisschen Mangel an Personen haben. Aber das ist ja jetzt nicht so tragisch. Aber wir sollten anfangen, uns den wichtigeren Dingen zu widmen. Das bedeutet, wir sollten gucken, dass dieses Dorf jetzt wirklich wieder alle Rohstoffe bekommt. Wir fangen linke Seite an, weil hier läuft semi alles. Okay, wir haben Brot und Mais. Brot und Mais haben wir mehr als genug, wobei das Brot so langsam, aber ganz langsam in die Biege macht. Deswegen gehen wir mal ganz kurz gucken, warum kriegen wir denn kein Brot? Weil hier die Mitarbeiter fehlen. Alles klar. Bedeutet, wir stellen die alle mal auf 9 hier. 9, 9, 9. So. Er sagt aber jetzt gerade, dass Brot genug da wäre. Das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Wo hängt denn das Brot fest? Hä? Hä? Oh, was ist denn hier passiert? Okay, das drehen wir mal. Irgendwas war. Ach, ich glaube, ich habe oben unten die Kisten leer gemacht. Kann das sein? Deswegen war noch gesperrt. Okay, dann Brot ist auch wieder da. Alles gut. Dann Eier und Kartoffeln. Kartoffeln ist rappelpappel voll. Eier ist leer. Eier ist aber deswegen leer, weil wir hier noch keine Hühner mehr drin haben. Und, ja, fällt einem sehr schwer, ne? Dann irgendwas zu machen. Heißt, wir werden auch hier Stufe 9 und hier Stufe 9 und hier Stufe 9. So, wir brauchen ein paar Hühner. Okay, wir müssen uns ein paar Hühner kaufen. Okay, wohl scheinbar nicht die, doch eigentlich schon. Da. Wir kaufen uns ein paar Hühner und noch ein paar und noch ein paar. Alle hier, alle hier hin. So. Genau, und werden jetzt hier anfangen, wieder die Hühner laufen zu lassen. Haben wir den Vorteil, dass wir wieder Huhn und Ei bekommen. Ja, und dadurch auch da wieder ein bisschen mehr Ressourcen für unser Dorf. So, was wird hier gemacht? Speiseöl. Speiseöl. Zucker. Ah, okay, hier wird Diesel hergestellt, alles klar. Hier wird Diesel hergestellt. Hier wird eigentlich Diesel hergestellt. Aber dadurch, dass wir keine Soja bekommen, kriegen wir halt auch keine wirklichen. Okay. Müssen wir auch mal gleich gucken, wie wir das da am besten regeln können. So, wie sieht's hier aus? Die arbeiten sich hier fleißig durch die Landschaft. Haben wir genug Platz für eine neue Farm? Wait. Oh nein, noch gar nicht. Oh, das dauert doch ein ganzes Stückchen, merke ich gerade. Und auch der Aufgang ist dann scheinbar schon im Weg. Müssen wir mal gucken, wie wir das regeln. Das ist er. Jo, aber sogar der Richtige. Perfekt. Und zwar sollten wir maybe ab hier nochmal schauen, dass wir das hier mal so langsam wegbekommen, wa? Schütten die sich hier gegenseitig die Möhre da weg? Ach du meine Güte. Ich sehe schon wieder.
Jetzt weiß ich auch, warum das so lange dauert hier. So, das machen wir auch weg. So, bis hierhin. Wait a minute, das ist aber falsch. Hier ist irgendwas ganz falsch gelaufen. Da auch. Und warte mal, ich habe so oder so wieder das Falsche am Laufen. Wir machen nämlich das da. So, okay. Klack. Und ja. Also spätestens bald ist hier die Abfahrt weg. Brauchen wir von da oben denn noch irgendwas? Nee, ne? Wir hatten hier hinten doch noch irgendwas hingemacht. Da wollten wir doch hier eigentlich einen... Für was wollten wir das denn machen? Ich weiß es schon gar nicht mehr. Was hatten wir denn da unten gesehen? Die Kohle war es auf jeden Fall nicht. Wir gucken mal ganz kurz hier rein. Hier unten ist nur Kohle. Ach nee, hier ist noch... Ah, Gold. Für Gold wollten wir dahin. Okay. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal eben. Wir schicken hier hinten 2 Bagger hin. Und 10 Autos. So. Und dann können die nämlich da hinten auch Gas geben. Wir müssten dann nur mal gucken, wie wir die Auffahrt machen. Wo wir die hinbauen. Also ich würde sagen, wir könnten sie hier hinbauen. Wäre eigentlich ganz gut. Da müssen wir nämlich erstmal bei weitem nicht dran. Und hätte mehrere Pluspunkte. Hört sich auf jeden Fall gut an. Heißt, wir werden hier einmal runterbauen. Nein, dann hier. Dahin. So. Gut, das machen wir auch. Und das machen wir auch. So, und dann werden wir das mal ganz kurz umpolen hier, ihn hier. Und werden diesen Bereich jetzt als erstes machen. So. Achso, warte mal, wir müssen den Bereich kleiner machen, ne? Sonst macht er da Dinge zuerst, die er nicht machen soll. So, wohin fahren die jetzt? Ah, die fahren jetzt einmal tatsächlich rum, ne? Rex. Naja, gut. Okay, dann haben wir die Seite auch nochmal geklärt. Wir brauchen nur noch 472 Arbeiter. Gut. Okay, was ist mit IKEA hier? IKEA hat nur 5 Möbel. Möbel. Wo hakt es hier? Okay, hier hakt es tatsächlich daran, dass wir einfach zu wenig produzieren. Wir können ja mal ganz kurz gucken. Der Verbrauch liegt gerade, der Bedarf bei 21 die Minute. Und wir produzieren 16 plus 16 sind 32. Das sollte eigentlich funktionieren. Haben wir noch irgendwo einen anderen Abnehmer oder was? Also rechnerisch sollte es eigentlich funktionieren. Wieso haben wir sogar Plus? Wie kann denn das sein? Plus 16 sind 32. Sorry, ich muss jetzt gerade nochmal durchgehen, aber irgendwie stimmt hier was nicht. Irgendwie stimmt hier was nicht. Oder war hier die ganze Zeit einer aus und der ist jetzt gerade erst angegangen? Das könnte natürlich sein, weil die Rohstoffe sind halt alle da, ne? Was wir noch machen könnten, wäre den Step hier. Wir könnten hier einmal die auf groß umtrimmen, auf Automatik. Dann würden die noch ein bisschen mehr produzieren. Problem wird nur sein, warte mal, Schnellzauber. Wir können das sogar im Schnellzauber hier fertig bauen. Ach, jetzt fehlen wieder, oh, scheiße. Pause. Wir haben da ein Problem. Keine Rechnenkapazitäten. Ja,
Da bin ich mir auch noch nicht so ganz sicher, wo wir das herbekommen. Zentralrechner. Achso, hatten wir nicht einen Zentralrechner? Achso, dafür brauchten wir ja Gold. Genau. Ah, es macht wieder Klick. Dafür hatten wir das gebraucht. Da sind wir nämlich stehen geblieben. Gold konnten wir uns nämlich nicht leihen. Gold. Laufzeit 30 Jahre. Ich hätte gerne 50. 50? 50? 50. Okay. 10? 5 Jahre. 5? Okay. Die wollen mir kein Gold geben. Schade. Okay, dann müssen wir... Entschuldigung. Gucken, dass wir hier so schnell wie möglich an Gold kommen. Bedeutet, die hier müssten Gas geben, dass die an die Goldvorräte hier unten kommen. Okay, okay, okay. Da war was, aber ich konnte mich nicht mehr dran erinnern. Guck mal, jetzt haben wir's. Bedeutet aber jetzt, dass wir jetzt auf jeden Fall Minus machen, ne? Jetzt machen wir auf jeden Fall Minus. Dann werden wir das mal ganz kurz dorthin bauen. Dann, das hier dran. Das dort dran. Und wo ist der Letzte? Du bist der Letzte. Du hier dran. Und du gehst dort dran. So, und hier machen wir jetzt hier. Was habe ich denn hier gebaut? Doch, alles gut. Hier würde ich gerne nochmal die da herstellen. Okay, müssen wir halt also jetzt kurz nochmal machen. Ja, ich war wieder komplett blöd. Ich war wieder blöd. Aber okay, passt. Wir haben es ja relativ schnell jetzt rausgefunden, was das Problem damals war. Und ja. Wir werden es jetzt mal ganz schnell hier lösen. Genau, die baggern sich jetzt einen Weg darunter. Das wird ein bisschen dauern. Die hier baggern sich einen Weg hoch. Oder auch nicht. Hallo? Was ist los? Hä? Doof? Habe ich hier Verkippen hingemacht oder was? Junge, was ist denn los mit mir? So. Okay, ich bin doof. Ich habe Verkippen hingemacht. Jetzt fahren die natürlich nach da oben und wollen von da oben runterbaggern. Ja, ja, ja. Guten Morgen. Zweimal doof. Ergibt dreimal doof. Ja. Okay. Aber es wird ja jetzt gebaggert, also von daher alles gut. Warum ist das jetzt eigentlich erst seit neuestem immer direkt vor meiner Nase? So, das wollte ich eigentlich klicken. Okay, die baggern das jetzt schleunigst da weg. Ich glaube nicht, dass das lange dauern wird. Wenn ich mir das jetzt angucke, welche Geschwindigkeit der das da wegmacht. Wir sind jetzt schon in der Nähe. Oder haben eigentlich schon den ersten Punkt da durch. Da wird es nicht lange dauern. Dass die da durch sind. Die anderen fangen jetzt gleich von oben an. Die anderen drei. Wie sieht es hier unten aus? Die sind ja, fleißig dran. Die haben natürlich jetzt die LKWs, die wirklich sehr, sehr, sehr weit nach vorne fahren müssen. Wir könnten uns überlegen, ob wir dann von hier auch noch eine rüberlegen sollten, dass es einfach ein bisschen kürzer wird von der Strecke her. Tja. Aber das kommt doch alles mit der Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen vor, ne? Also wir haben ja noch ein bisschen vor, glaube ich. Und mal schauen. So, wie sieht es hier unten aus? Die sind fleißig. Ich gucke mal eigentlich so hier nach diesen hier. Dann weiß ich eigentlich immer, okay, alles läuft, alles ist gut. Ne, hier diese hier sind immer alle wichtig. Zum Beispiel er hat jetzt zum Beispiel nichts mehr. Das ist gut oder auch nicht so gut. Dann können wir das auch eigentlich mal erweitern. Wobei ich ja schon gerne noch ein bisschen... Das scheint nämlich alles noch Kohle da zu sein, ne? Wir gucken mal ganz kurz rein. Ja, das ist noch alles Kohle. Also bis hierhin ist auf jeden Fall Kohle. Hier kommt noch mehr Kohle.
Aber wir machen die Abfahrt ja jetzt oder so gerade nach oben. Könnten wir da eigentlich so oder so noch ein bisschen Spaß haben, ne? Und hier hätten wir auch noch, glaube ich, ein bisschen Spaß. Wait a minute, dann warum irgendwas ändern, wenn wir doch hier eigentlich noch auf alle Fälle. Wait, ich muss nochmal ganz kurz gucken. Okay, hier haben wir keins mehr. Das hier kann, also das könnte eigentlich noch, weiß ich halt nicht. Also hier kann auf jeden Fall noch gebuddelt werden. So in diese Richtung. Da auch noch. Die hier können weg. Also der da auf jeden Fall. Der da auf jeden Fall. Der. Wobei der hier könnte eigentlich schon wieder interessant sein für oben. Das hier kann auf jeden Fall weg. Und hier sagt ihr ja sogar unten drunter wäre noch ein bisschen. Auch hier könnte man noch eine Etage tiefer fahren. Wenn wir denn wollten. Das können wir eigentlich auch mal eben in die Waagschale schmeißen, wenn er denn will. Er will schon wieder nicht. Er will schon wieder nicht. Warum will er denn schon wieder nicht? Ich möchte runterbauen. Okay, warte mal. Wir machen es mal ganz kurz anders. Wenn ich das jetzt hier hin mache und das hier hin, würde er mir dann. Oh, jetzt sind wir schon sogar auf minus 19. Oh, passt mir eigentlich. So. Dann würde ich nämlich hier gerne eine Plattform machen, die nach oben führt. Nein. F. Nein. Okay. Also das ist manchmal noch immer ein bisschen tricky, ne? So, das machen wir mal ganz kurz weg. Ach so, ist es deswegen tatsächlich? Okay, dann hätten wir die Seite nämlich auch. Wir produzieren wieder Kohle. Die Kohle wird hier voll gemacht. Alter, wie viele LKWs stehen denn hier? Okay, wie viele LKWs hast du? 10. Brauchst du 10? Ich glaube, nein. Können wir das mal so auf 5 reduzieren? Okay, wie sieht es hier hinten aus? Die könnten nämlich tatsächlich nochmal 5 gebrauchen. Und die könnten vielleicht auch den großen hier gebrauchen. Nochmal 20 und den dicken. Dass da einfach ein bisschen mehr Verkehr raufkommt. Wie sieht es hier aus? Ach, die haben nochmal den Platz geändert. Die stehen jetzt doch alle hier unten. Okay, passt. Gut, dann haben wir das auch so ein bisschen geplant. Neue Flüchtlinge, gehen wir mal weg. 467, das ist auch gut. Dünger 2 läuft immer noch. Stabil. Ah ja, und jetzt kommen wir genau zu dem Punkt, was ich eben fast gedacht habe. So, ihn machen wir nämlich jetzt mal auf Pause. Den guten. Und, wir haben jetzt so viel Schwefel verbraucht. Ich weiß nicht, ob das so gut war mit dem hier. Mit der Schlagge. Da bin ich mir jetzt gerade noch gar nicht mehr so sicher. Okay, wie sieht's hier aus? Das und das ist noch voll. Das. Okay, warte mal. Können wir das nicht einfach wegschmeißen, bitte? Oh. Okay, die kosten relativ viel. Na gut. Dann müssen wir sie wohl doch noch stehen lassen. Schade. Das ist doch ein bisschen über meinem Budget gerade. Wie sieht's aus? Brot füllt sich langsam. Oder? Naja. Warum kriegen wir denn hier oben kein Wasser mehr? Habe ich das eine Rohr nicht umgestellt? Das kommt von dort.
Das kommt von hier. Das kommt von dort. Ja, ich habe das Rohr vergessen umzustellen. Tada! So, und das kommt nämlich jetzt nicht von dort, sondern von dort. So rum ist es nämlich richtig. Gut. Dann dürfte jetzt auch oben wieder das Wasser laufen. Was ist das denn hier? Können wir auch mal abreißen. Okay. Jetzt dürfte auch wieder oben Wasser ankommen. Mein Fehler. Da habe ich den Wasseranschluss falsch gesetzt. Dauert jetzt ein bisschen, bis hier ganz oben was ist, aber sie legen los. Da dürfte jetzt relativ schnell eigentlich das Plätscherwasser wieder durchkommen. Wir können das sogar eigentlich die hier einmal erweitern. Die geht bis hier. Dann, hier ist schon die große. Ja. Hier ist schon die Dreierleitung. Sehr gut. Sehr gut. Dann dürfte jetzt hier eigentlich auch schon langsam Wasser einkommen, ja. Und dann dürfte er auch langsam wieder Wasser bekommen. Okay, dann haben wir das Wasserproblem auch direkt schon wieder gelöst. Okay, ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen angenehmen und schönen Tag. Und vielleicht bis zum nächsten Mal. Tschüss.